Der Hähn, genau. So fängt das an. Der Hahn kräht und der Fussel ist wieder da und begrüßt euch ganz herzlich zu einer neuen Runde von A Little Big Workshop. Wir sind dabei und machen gerade Hocker, das ist eine Auftragsarbeit, sind aber im grünen Bereich, haben noch ein bisschen Geld auf dem Konto und vielleicht können wir noch einen anderen Auftrag gleich annehmen. Ich bin allerdings hier mit den Metallbearbeitern, ja, weiß ich nicht, die Holzbearbeiter sind auch noch dran. Da könnten wir eventuell mal eben einen kleinen Reparaturauftrag zwischenschieben. So, was müsst ihr denn noch machen? Ihr müsst... Schalttafel. Nee, ihr müsst aus Rohholz macht ihr noch irgendwas. Was macht ihr denn aus Rohholz? Aus Holzbretter. Warte auf Aufgabe. 5. Holzbrett 40 und daraus macht er Holzplatte 10. Gut, ihr macht das schon, ne? Ihr habt das im Griff. Wie weit seid ihr hier? Also hier scheinen noch 27 Sachen gemacht werden zu müssen. Und hier... Ich? Komm, übernimm mal. Ja, du bist ja auch schon wieder müde. Haben wir noch Kaffee? 20 Stück. Also unsere Kaffeenummer hier, die hat sich sehr gut bewährt. Ja gut. Aber es läuft. Wir sind im Plus, also was Zeit angeht. Ne? Wenn ihr sagt, ja gesagt, hier grün bedeutet, du bist im Plus, was Zeit angeht. Ihr repariert noch, alles klar. Zählt denn das schon? Okay, 98%. Also wir sind gleich, was das angeht, müssen wir langsam ins Plus kommen. Und hier müssen wir mal gucken, 50 Produkte, Stufe 2, können wir ja jetzt schon etwas besser herstellen. Dadurch, dass wir ja hier schon ein paar Industriemaschinen haben. Ne? Kann man ja mal so sagen. So, hier sind noch 2 von den Dingern. Hier sind noch 26 von den Dingen. Metallstange 40. Habe ich richtig im Blick, ne? Metallstange 40. Du hast jetzt da wieder so ein Rohr reingelegt. So ein Bein. Ja. Klebst du das Bein rüber? Ja. Für mich war da jetzt gerade ein ganz massiver Soundfehler. Aber da ich ja am Stück aufnehme, weiß ich natürlich nicht, ob das für euch auch... Das finden wir aber auch. Und dann finden wir auch irgendwann eine Lösung. So, was ist bei euch eigentlich hier los? Nix, ne? Ihr macht auch wieder nur Pillepalle. Ein bisschen tanzen, jojo. Mhm. Aber verausgab dich nicht. Nicht, dass du noch ein Schnittchen brauchst. Hier so ein Mettwurstschnittchen, weißt du? Ja, so ein kleines Mettwurstschnittchen könnte ich mir jetzt schön vorstellen. Schön mit Mayonnaise und ein bisschen Käse oben. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ciao. Na, warte. Na klar. Warum rede ich von Schnittchen? Fangen sie an, schnell zu werden. Schnittchen. So, du hast wieder ein Bein da reingelegt. Wann kommen denn diese 2 Metallstangen hier rüber? Nur ein Plus. Seitlich. Finanziell auch noch. Ist ja auch nicht so häufig bei uns. Wir krepeln halt ziemlich da unten rum, ne? Im fast negativen Bereich. Man muss aber fairnesshalber sagen, ich meine jetzt mal ernsthaft, guckt euch mal an, was wir hier in kürzester Zeit von der Pleite zu jetzt, was wir hier geschaffen haben. Das ist doch Wahnsinn, oder? In den letzten paar Folgen. Also, kann man jetzt nicht meckern, finde ich. Ich setze ihn immer falsch, ne? Ein Soundfehler. Muss das wirklich mal in den Griff kriegen. Aber gut, ich mache, glaube ich, nach der Aufnahme auch Schluss. So dass ich dann auch mal reingucken kann. Ich schneide das jetzt im Hintergrund. Das läuft übrigens sehr gut. Also das ist jetzt, glaube ich, was haben wir? LBW 34 Folge, ne? Folge 34. Und die 33 ist gerade schon im Schnitt.
Ist noch nicht schlecht, oder? Aber vielleicht ist das Problem mit dem Soundproblem. Wir müssen mal gucken, wie störend das ist. Also wenn das wirklich störend ist, dann nehmt an der Stelle bitte meine Entschuldigung in Kauf. Ich weiß noch nicht so genau, warum das so ist. Wenn ihr das denn überhaupt hört. Es kann auch sein, dass das bei mir hier über die Leitung läuft, aber es sind nicht wenige Soundfehler, die ich höre. Das ist nicht so schön. Das Mistfeld, genau, Mistfeld im Fuß. Alles grün. Kann man hier eigentlich einen Wasserspender reinbauen? Ja, ne? Warum, was soll der Geiz? Gib die Kohle aus, Fussel. Schön wieder ins Minus. Aber du hast die Hälfte der Stühle gebaut. Das geht. Hier sind immer noch... Ne, ist raus. Super. Hier sind noch 14 von den Dingern. Hier müsste nur einer gemacht werden und hier sind es auch nicht mehr so viele, ne? 2, 4, 6, ja. Läuft! Hier liegt noch ein bisschen Holz rum. 8 Platten, dann muss jetzt was rausgebastelt werden, ne? Da macht ihr... Da leimt ihr, ne? Oder so. Das passt schon. Ist alles schnell. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu entspannen. Das wird super. Kleiner Reparaturauftrag. Wo hast du den denn jetzt hergeholt? Hier sind 3? Warum sind denn hier 3 Metallstangen drin? Okay, verknüpfen kann ich die nicht. Aber die sind doch richtig verknüpft. Schalttafel. So. Ja, das ist schon korrekt so. Pausenraum ist auch nur bedingt überfüllt. 10 Stühle fertig. Ja, sehr gut. Könnten wir ja eigentlich den nächsten Plan machen, wa? Wollen wir uns mal um den Grill kümmern? Ja, auch Peanuts eigentlich. Ne? Wir können uns nur nicht leisten. So, das heißt, wir brauchen einen Griff. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir können entweder Metallgriff, Plastikgriff oder einen Holzgriff nehmen. So. Die Wanne. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Boden A, Boden B, Boden C. Das heißt, hier müssten wir jetzt... Ich guck gleich mal, wie das geht. Ne? Oh, besorge den benötigten Arbeitsplatz. Ach was. Was brauchen wir denn dafür? Ja, das würde sogar reichen. Ach, guck mal, dafür brauchen wir auch so eine Presse. Hey, komm, das sind ja schon wieder 2 Großgeräte. Nee. Das Fahrrad würde mich immer nur interessieren. Den Plan hatten wir doch soweit fertig, ne? War ja nicht so viel. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das machen sollten unter Zeitdruck. Ich meine, 7 Stück in 5 Tagen? In 5 Tagen. Eigentlich sollten wir das schaffen, ne? Na gut, was kostet das denn? 1000. Können wir uns eh nicht leisten. Wir gucken. Wir müssen den Auftrag eh zu Ende kriegen. Haben wir eventuell was anderes? Gut, mit 138 machen wir keinen Gewinn. Da können wir nichts machen. Wir müssen eh erstmal verkaufen. Wie viel habt ihr noch? 2. Hier ist auch nicht mehr so viel. 10. Da sind noch 3 Stühle. Dauert nicht mehr lang. Halt die Frage, sollen wir Fahrrad machen oder nicht? Ich habe ein bisschen Angst davor.
Was sagst du? Achso, wir sind im Minus. Ja, alles klar, aber ein 100er, das ist ja. Das ist ja auch für den Fussel nix. 100 im Minus, da lacht er doch. Scheint fertig zu sein, ne? Hier Bretter. Brauche ich für einen Stuhl 2? Oder schmeiße ich gleich was weg? Tragen die, als wenn die aus Gold wären, ne? Aber Holz ist nichts mehr, ne? Dann können wir die ja eigentlich auch wieder reparieren. Ja, ja, reparieren. Die schön Pause machen. 18 Tassen Kaffee warten auf dich. Und ein Mettwurstschnittchen. Oder hättest du lieber Fleischwurst oder Marmelade oder einen Teller oder sowas, hm? Ja, wir wollen ja nicht, dass unsere Elfen vom Fleisch fallen, was? Wenn Elfen helfen, du weißt es ja. Du legst den ab und schleppst ihn rüber. Na, du bist ja eine Pfeife, du. Nur noch zwei Dinger. Lass dir Zeit. Kein Stress hier, weißt du? Kein Stress. Das wollen wir. Kein Stress. Nein, 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 nein. Ganz geschmeidig. Dann mal eine dieser Kaffeemaschinen aus dem Weg. Die ist wirklich im Weg. Aber wie gesagt, ihr dürft ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht sinnvoll ist, die Regale in die Mitte zu packen und die Leute drum rumlaufen zu lassen. Weiß ich nicht. Ich meine, dann wäre die Kiste auch im Weg, aber... Und vielleicht habt ihr ja eine gute Idee, wie kriege ich die denn vielleicht bewegt? Kann ich die dazu bringen, die woanders hinzustellen? Gibt es da Regale für? Ich meine, so viele Geräte sollten ja nicht über sein, aber... Ich will sie halt nicht verkaufen, weil wir werden sie gebrauchen. Dann ist ja blöd, wenn ich sie zum Billigpreis verkaufe und dann teuer wieder einkaufen muss. Weil so eine Kaffeemaschine kostet ja 1500 und ich kriege, wenn ich nicht alles täuscht, 900, ne? Ja, genau. Dann verlässt von 600, das machen wir nicht. Erlust sollte das heißen. Fertig? So, wir können. Hol mal einer das dicke letzte Bein bitte ab. Dann klöppelt das mal schön zusammen. Nein, nicht reparieren, Bein abholen. Mein Gott, seid ihr blöd. Eieieiei. Was hat denn Priorität? Dinge zusammenzuschrauben oder die Werkbank zu reparieren? Naja, Hauptsache die beiden fetten Boys sitzen hier. Weißt du, unsere Transportelfen. Haben sie wieder nicht mitgekriegt, dass da was zu transportieren ist. Sag mal, hat er das jetzt hier irgendwo hingelegt oder was? Ja. Nicht fertig. Warum werden die nicht fertig? Hier war doch alles... Ach, hier sind noch zwei. Oh. Was machen die denn den ganzen Tag? Komm, mach fertig. Na, fühlt sich jemand bewogen? Nein, warum auch? Nö, lasst euch Zeit, ihr. Unglaublich, ne? Hier ist jetzt noch einer. Hier ist jetzt noch einer. Und keiner von denen ist in der Lage, da mal hinzugehen. Das ist jetzt ein Scherz, oder?
Das ranzige Pack steht die ganze Zeit schön im Schnittchenbude rum. Kopfschüttelnd, wirklich kopfschüttelnd sitzt sie. Das war aber auch jetzt ein massiver Soundfehler. Er lagert das schön ein. Vielleicht können wir das ja nochmal gebrauchen. Ihr müsst das nicht wegschmeißen, ne? Also, ich habe da nichts gegen, wenn er das einlagert. Wir werden bestimmt Platz für die paar Teile haben, die da überbleiben. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kann das nicht verhindern. Hast du überhaupt was in der Hand? Gut getan, möchte ich. Überleg mal, wie lange die jetzt an dem letzten Stuhl rumdoktern. Ich habe gedacht, so mit dem Tausender inklusive Lieferung, ne? Das sind Pfeifen, ey. Auf den letzten Metern sind die sowas von unfähig. Iggy? Klatsch, klatsch. Doof, doof. Faul, faul. Was hältst du denn davon, wenn du die Teile mal da hinlegst? Es sind vier. Nehmen, da hinlegen. Jemand baut das mal eben zusammen. Überleg doch mal. Es ist alles da und keiner von denen fühlt sich mal bewogen, das Ding zusammenzubauen. Obwohl wir doch auch Zusammenbauexperten haben. Hier, das sind doch die, ne? Doris. Jetzt. Mhm. Stündchen später. Ich hoffe, das ist alles zufriedenstellend. Jetzt schmeiß das doch nicht weg. Gut, die will auch leben, aber du musst das nicht wegschmeißen. Hauptsache, das schmeißt keine Stühle weg. Ja, komm, alle mal eben ein bisschen mit anpacken, bitte. Kopfschüttelnd. Ich sag's euch, kopfschüttelnd sitze ich hier. Ich meine, noch schöner geht's ja gar nicht. Die können ja sozusagen aus der Tür hier reinwerfen, weißt du? Und jetzt können da doch schon wieder Schnittchen essen. Ach so, es fehlen die Lachsschnittchen. Alles klar. Soll ich noch den Champagner dahin werfen, oder was? Gaskranken. So, zufriedenstellend. 3000, alles klar. So, dann können wir ja mal eben, ich mach mal eben Pause, jetzt gucken wir uns mal das Fahrrad hier an. Plan erstellen. Das ist ja eine relativ große Nummer, ne? So, Injektion. Also, wie war das? Wir machen Pedale. Die können hier mal eben hergestellt, ne? So, das heißt, wir haben vier Vorgänge. Aus diesen vier Tabletten mit vier Schmelzvorgängen machen wir 14 Dinger. Eigentlich 16, weil zwei bleiben über. Kann ich ja nichts gegen machen, die bleiben über. Dann kommt eine Metalllieferung. Die müssen wir schmelzen. Das sind 7 Schmelzvorgänge. Daraus kriegen wir 7 von diesen Pedalen. Dann muss das Ganze zusammengeklöppelt werden. Mach das mal einzeln. Daraus machen wir dann so ein Tretlager. Hier unten kriegen wir Stoff in grün. Das muss zusammengefaltet werden. Das geht hier in die Nähstation. Das sind 7 Vorgänge. Ne? Dann kriegen wir den Sattel. Gucken wir uns die nächsten an. Wir kriegen Metall geliefert. Das muss hier an diese Station. Das ist ein Vorgang. Aus den 7 machen wir so viele, dass noch 9 überbleiben. Alles klar. So. Dann kriegen wir hier, das sind 2 Vorgänge. Müssen auch hier gemacht werden. Dann muss gebogen werden. Das können wir hier an der Station machen. Das sind 14 Biegevorgänge. Das heißt, wir kriegen dann 7 Schweißvorgänge. Wo ist meine Schweißstation? Da. Das kann die machen.
Dann kriegen wir daraus den Lenker. Dann haben wir als nächstes 4 Schmelzvorgänge. Da machen wir eine Kette, schätze ich mal, raus, oder? Kettenglieder, ja. Und wir haben nochmal 4 Schmelzvorgänge. Daraus machen wir Zahnräder. Diese müssen zusammengebaut werden. Okay. Dann haben wir 7 Schmelzvorgänge. Ah, die Schmelzvorgänge läppern sich. Daraus werden dann Reifen, also 14 von den Dingern gemacht. Und wir haben Schaumstoffinjektion, 14 Stück. Sollte die Maschine eigentlich schaffen. Das muss zusammengebaut werden. An einer Werkbank, bitte sehr. Das sind 14 Vorgänge. Das sind 7 Vorgänge. Das sind 7. Na ja, das schon. Hinkriegen. So, dann muss hier 7-mal gearbeitet werden. Das wird spannend. Das Schlimme ist, ich möchte das ja auch sehen, weißt du? So, das muss alles zusammengebaut werden an irgendeiner Station. Und dann machen wir die Komplettfertigung auf allen Ebenen. Sehr gut. Und dann wäre das fertig. Kostet uns Tausender plus Löhne, machen wir 7000 Profit. 7 Stück sollen hergestellt werden als Bündel. Ja, und wie das aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Von Little Big Workshop. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne zu einer neuen Folge wieder oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Und wer es noch nicht macht, folgt mir gerne mal auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch. Und lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Und wer es noch nicht gemacht hat, auch mal ein Abo. Und wer möchte, unten in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links und Spenden-Links und kann gerne mal über Amazon einkaufen. Kostet euch nicht mehr. Und dann kriege ich einen kleinen Obolus im Cent-Bereich, aber immerhin. Ne? Gut, so, das soll es der Werbung gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.